Hallo liebe Schützen, herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Reihe von Sternzeichenlegungen aus gegebenem Anlass. Ja, der Anlass für die Legung ist das Löwetor, wie ihr schon gesehen habt. Und keine Sorge, auch wenn es am 8.8. jetzt ganz exakt gewesen ist sozusagen. Die Energie, die ist ja weitreichend und starten wir jetzt gerade erst hinein. Ja, insofern schauen wir auch für die Schützen, was möchte denn für euch jetzt hier in Fülle kommen, wo dürft ihr vielleicht mehr Selbstliebe auch an den Tag legen, Kreativität, euren Mut so richtig rauslassen und ganz für euch einsetzen, für eure Wege, für das, was ihr entfalten möchtet. Ja, schauen wir doch mal, ja, wofür öffnet sich jetzt hier ganz konkret für das Schütze-Kollektiv, ja, bitte beachten, das Schütze-Kollektiv, das Tor. Ja. Schaut gern vielleicht noch in eure Aszendentlegung hinein und ja, vielleicht auch noch Mond und Venus, gerade wenn es jetzt auch Liebesangelegenheiten betrifft. Wir schauen. Damit geht ihr durch die Tür. Da kommt ihr her damit, mit der Thematik. Das gab es an Einfluss. Das geht jetzt raus, wird jetzt weniger, vielleicht unnötig auch, ja, ist vorüber eben, nicht mehr dran. Das wird jetzt mehr, kommt rein. Die Unterstützung kommt euch von außen zu und hier wurzelt die Thematik dann wieder ein. Genau, und dann schauen wir noch, was dürft ihr euch bewahren. Solltet ihr euch bewahren? Was solltet ihr lassen, loslassen, nicht tun? Und was solltet ihr tun? Ja, das ist natürlich immer eure persönliche Freiheit, was ihr dann damit macht. Aber ja, ein Tipp von den Karten hier sozusagen. Ja, schauen wir. Schütze, Ritter der Schwerter. Mit dem Ritter der Schwerter. Für den Ritter der Schwerter öffnet sich die Tür für die Geschwindigkeit kommt sofort rein. Das Tempo, vielleicht in der Kommunikation, ja, dass hier jetzt etwas läuft, an Fluss gewinnt, auch an Mut. Ja, der Ritter der Schwerter steht auch sehr dafür, mutig und beherzt voranzugehen. Aber ja, manchmal ist er ein bisschen polterig, ne? Insofern dürfte da schon auch immer auf trotzdem noch eine ja, gut ausgewogene, bedachte Kommunikation achten. Ja, aber hier geht jetzt etwas auch mit schnellem Tempo voran. Das muss jetzt nicht nur die Kommunikation sein, je nachdem, was euch auch am Herzen liegt, was ihr entschieden habt. Denn der Ritter der Schwerter, der hat eine Entscheidung getroffen. Ist mit ihr losgegangen und ja, jetzt nimmt die ganze Sache hier ganz schön Fahrt auf. Der Ritter der Schwerter ist die zweitschnellste Karte im Tarot nach dem Wagen und insofern, ja, gibt es hier schon eine zügige Entwicklung. Vielleicht auch für Ideen, Gedanken, Projekte, Pläne, bleibst du sehr, sehr zielstrebig, jetzt hier auch an einer Sache dran, beziehungsweise kommst hier dafür in Gang, ja. Ja, kann auch sein, dass hier Streitigkeiten jetzt auch mit hineinkommen, Auseinandersetzungen, ja, hast du vielleicht auch eine Menge Gegenwind, aber ja, du bist einfach der Schnellere. Ja, schauen wir, wo kommst du her? 10 der Kelche. Ja, sehr viel Glücklichkeit, Harmonie und ja, Ausgewogenheit. Vielleicht hast du seine Kräfte selber wieder gut aufgetankt. Vielleicht gab es eine sehr harmonische Phase im Miteinander jetzt auch, ne, in der Familie, in der Beziehung, im Beruflichen. Auch im Spirituellen, ja, dass da alles sehr im Fluss gewesen ist, ja, und vielleicht dadurch jetzt ja auch für dich sehr viel vorankommt oder dir das sehr viel Anschub auch gibt, ne, du hier sehr viel, auch eine Unterstützung und Wohlwollen und
Wertschätzung bekommen hast, ne? Oder bekommst eben auch noch, ne? An deiner Seite hast für die Sache, ja, für die du unterwegs bist. Vielleicht hat es auch etwas mit Kommunikation zu tun, ne? Vielleicht hast du irgendeinen entsprechenden Beruf und ja, aber ne, vielleicht kommt da hier auch eine Idee, die sehr schnell in Gang kommt oder ist eine Idee gekommen, vielleicht auch durch ja, den Austausch mit Freunden, ja, Inspirationen. Ja, die 10 der Kelche sagt auch, ne, da ist die Energie, ne, der Spirit ganz stark am Fließen, ne, zwischen dir und der göttlichen geistigen Welt. Und ja, bist du selber mit dem, was du tust, wirklich von Herzen unterwegs und ganz mit dem, was dir entspricht. Und ja, es wird eben auch von außen durchaus gewürdigt und ja, sehr gern angenommen. Ne? Schafft es auch Verbindung, Heilung. Vielleicht gab es hier auch Versöhnung wieder. Ja, und geht jetzt hier dann entsprechend etwas auch zügig voran. Kommt jetzt eine Botschaft hinein, vielleicht eine sehr wichtige Botschaft auch. Ja. Schauen wir, welcher Einfluss gab es? König der Kelche. Ja, guck mal. Einen Herzensmenschen. Das kann auf alle Fälle auch sein. Den du begegnet bist, wieder begegnet bist vielleicht. Vielleicht ja auch Versöhnung oder Wiedersehen gefeiert hast. Ja, erleben durftest sozusagen. Auch vielleicht Heilung, die hineinkam, ne, durch jemanden, also einen Menschen, der heilend tätig ist. Ne, das kann ein Heiler sein, ein spiritueller Mensch, vielleicht aber auch ein Arzt oder ja, jemand, ein Gönner. Ja. Vielleicht hat dich jemand hier auch in bestimmten Kunstfertigkeiten, ne, die du nach außen präsentiert hast, gesehen und fördert dich. Ne? Was hier hineinkam, kann aber auch bedeuten, dass hier Energie hineinkam, die dich auch hat zum König der Kelche werden lassen. Ne? Also zu jemandem, der mit seinen Gefühlen, seinen Empfindungen, seinem Spirit, ne, seinen spirituellen Empfänglichkeit und Aktivität sehr in Gang ist, in Wirkung. Ne? Der König ist der Abschluss eines Zyklus hier, des Kelchzyklus. Hm. Ja, aber es scheint eher jemand zu sein, der dich hier vielleicht eher unterstützt hat, ne, voranzukommen. Und geht es jetzt hier einfach auch los. Was wird dann weniger? Was geht raus? Die 6 der Münzen. Ausgewogenes Geben und Nehmen. Hm. Interessant. Ja, vielleicht auch so ein bisschen eine Gemächlichkeit. Ja. Vielleicht auch, dass du dass hier jetzt auch konkret zusammengewirkt wird. Das kann auch beruflich sein, nicht nur irgendwie in der Familie, in der Liebe, sondern dass hier ja auch miteinander etwas ganz konkret angegangen wird. Was hier hinausgeht, ist vielleicht auch ja, die Balance in Finanzen, ne, gerade auch wenn jetzt hier vielleicht so ein bisschen kritische Zeit hineinkommen sollte. Ja, vielleicht baust du deine Finanzen aus. Wir werden sehen, was kommt jetzt hinein. Ich bin gespannt. Der König der Schwerter. Guck an. Da ist nochmal jemand in anderer Weise unterwegs. Auch wieder ein König. Also hier, ne, das ist jetzt hier dann ein
ein Teil des numerischen Zyklus. Hier nur wieder ist es jetzt eine Hofkarte, die vielleicht auch sagt, jetzt ist vielleicht auch ein Stück weit so Drittfamilienhintergrund. Ne? Und ja, bist du hier in den Fluss gekommen, wurdest hier so richtig angestoßen, ne? Mit sehr viel heilender, liebevoller Energie. Und tut dir das selber auch gut, ne? Also hier entsteht jetzt eine Entwicklung, ja. Es wird eine Entwicklung angezeigt. Das kann ja sehr dich selber betreffen, ne, wenn das jetzt mehr wird. Dann heißt es vielleicht aber eben auch noch, ne, es dauert noch eine Zeit, eine gewisse Zeit, vielleicht bis zum Winter. Ja, das kann sein, dass dieses Entwicklungsstadium bis hin zum König für dich jetzt in Gang kommt, auch sehr zügig, aber ja, doch schon noch ein klein wenig Zeit braucht, ne? Vielleicht hast du hier auch noch Dinge zu lernen, zu erledigen. Ja, vielleicht Behördliches auch. Ja, Ziele und Pläne nach und nach auch abzugehen. Ja. Vielleicht kommt hier nochmal spezielle Beratung auch hinein. Falls es jetzt sehr für dich selber zutrifft, ne, das kann durchaus möglich sein, auch wenn eher die Königin auf uns selber verweist, ne, aber auf uns in, ja, auch in unserem engeren Umfeld, ne. Der König dagegen verweist dann auf uns, wenn es darum geht, in bestimmten Dingen aktiv zu werden, ja. Wenn hier sozusagen etwas, was dir ganz liegt, vom Spirit her, ja, von Gabe, Berufung, einem bestimmten Beruf, ne, Arbeitsstelle, wenn das ja dann auch in die Umsetzung kommt, hier, dann trifft es sehr auf uns zu und ja, dann wird hier das sehr zielstrebig auch verfolgt, ne? Für den Fall, dass es sich um Beziehungen handelt, kommt jetzt auch noch hinein, dass hier ein Herzensmensch vielleicht aufgetaucht sein könnte. Ne? Dass hier jetzt schon auch tatsächlich Streitigkeiten hineinkommen. Ne? Und die sind ja nicht sehr milde, nicht sehr sanft, muss ich tatsächlich sagen. Ne? Denn ja, das kann dann vielleicht auch hingehen bis zur Trennung, ne? Denn wenn hier dieses familiäre Miteinander hinausgeht, ne, dann ja, das ist umso logischer, dass hier jemand vielleicht dann auf Distanz geht, aufgrund, dass ein anderer Mensch, ne, hier aufgetaucht ist. Ja, drei Kelche sind jetzt hier zwar noch nicht dabei, aber schauen wir mal, ne? Ja. Ansonsten kann es sein, ne, dass hier jetzt vielleicht auch eine Unterstützung tatsächlich zurückgeht, ne? Oder für dich vielleicht einfach auch nicht mehr nötig ist, weil du jetzt selber so in Aktivität kommst, so zielstrebig einfach auch, ne? Ja. Ja, ich bin gespannt, was sich denn noch weiter zeigt, wie sich es noch weiter konkretisiert. Seid sehr eingeladen in die Fortsetzungslegung, da schauen wir uns die übrigen Positionen an. Haben ja auch einiges an Orakelkarten dabei, den kleinen Führer zum großen Erfolg, Engel, Transformationsimpulse, Kraft hier und hier auch einen Transformationscode dann, den ihr ganz praktisch für euch anwenden könnt im Alltag. Ja. Also es kann jetzt hier in verschiedene Richtungen gehen, muss ich sagen, verschiedene Dinge betreffen, aber ja, hier geht auch durchaus etwas sehr schnell jetzt voran, ne? Kommst du schnell mit einer Entscheidung, mit einem bestimmten Ziel voran und ja, geht das hin bis zu großer Reife, Lebensweisheit, Wissen, Erfahrung, ja,
und ja, dann auch gelassenen Umgang, ne, mit vielleicht manchen Herausforderungen, ja. Ja, wie gesagt, seid sehr herzlich eingeladen in die Fortsetzungslegung. Ansonsten wünsche ich euch natürlich so alles Liebe und Gute. Freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und sehen. Freue mich über dein Abo, dein Like, dein, ja, dabei sein und sag bis ganz bald. Alles Liebe, deine Tara von Tarot Rainbow.